Guten Morgen, herzlich willkommen zum 7. Tag unserer Radreise. Heute sind wir unterwegs von, wie hieß der Ort hier? Langenbruck. Von Langenbruck nach München. Das ist im Prinzip unser Finaltag. Wir haben heute 80 Kilometer bis München zu bewältigen. In München sollen es 26 Grad werden mit 13 Stunden Sonne. Davon sehen wir hier in Langenbruck noch nichts. Aber je weiter wir runterfahren, desto sonniger wird es werden, da bin ich zuversichtlich. Gut, wir fahren erstmal weiter hier durch ein Waldstück auf dem München-Ingolstadt-Radweg. Hier parallel zu uns verläuft übrigens auch die ICE-Strecke München-Ingolstadt. Ich weiß ja nicht, wer sich diesen Radweg München-Ingolstadt ausgedacht hat. Jedenfalls, ich finde ihn teilweise richtig gefährlich. Man fährt viel an Bundesstraßen entlang, auch an Schnellstraßen. Und das ist schon teilweise richtig gefährlich. Wir haben gerade eben schon solche Situationen erlebt, die Autofahrer in Kurven gar nicht sehen können, dass sich ein Radfahrer auf der Fahrbahn befindet. Ja, der war genau in der Gegenrichtung unterwegs, Richtung Ingolstadt. Und wir unterqueren jetzt die ICE-Trasse hier bei Rohrbach. Hier fahren wir jetzt ein kleines Stückchen an der Ilm entlang, aber wirklich im Moment nur ganz kurz, aber die begleitet uns auf der Strecke noch weiter. Hier ist eine schöne Trauerweide an der Ilm und ein Hopfenanbaugebiet. Das Örtchen Rohrbach, verschlafen am Sonntagmorgen. Wir haben eben die Autobahn unterquert, da kam schon wieder so eine gefährliche Situation, dass die Autofahrer uns nicht gesehen haben. Verdammt frisch noch zwischen den Hopfenfeldern. 18 Grad, von Sonne noch nichts zu sehen. Wir müssen jetzt links ab Richtung Pfaffenhofen und schon wieder geht es über die Bundesstraße hier. Ja, Bundesstraße nicht, aber Landstraße ohne Radweg. Wir fahren jetzt genau auf Pfaffenhofen zu, sind noch 2 Kilometer und wenn wir durch sind, erwarten uns noch ein paar knackige Steigungen. Hoffentlich nicht solche knackigen wie gestern.
Hier ist nochmal die Ilm bei Pfaffenhofen. Hier haben wir mal ein richtig schönes Stück Radweg erwischt bei Pfaffenhofen und die Sonne kommt auch gleich schon raus. Ja, hier haben wir zwei schöne Sachen, einmal ein wunderschönes Sonnenblumenfeld und ein Panorama von Ilm-Münster. Auf dem Hügel liegt eine schöne Wallfahrtskirche. Wallfahrtskirche Herrenrast. Da hinterm Berg lugt die Sonne zum ersten Mal raus. Der letzte Nebel schwindet, da ist sie. In Letten sind wir jetzt und hatten eben einen schönen ersten knackigen Anstieg. Puh. Und hier kommt schon der nächste. Wir nehmen die Abkürzung. So, die Steigungen sind fürs erste Mal Geschichte. Wir radeln jetzt ein Stückchen bergab. Immer schön an der Landstraße entlang. Anne war gerade auch noch der Meinung, dass der Altmühl-Tauber-Radweg wesentlich schöner war. Aber man ist verwöhnt von einem 5-Sterne-Radweg, den es in Deutschland halt nur ein- oder zweimal gibt. Wir haben jetzt kurz vor 11, 35 Kilometer auf dem Tacho mit einem Schnitt von knapp 20. Das haben wir noch an keinem Tag geschafft. Aber wir wollen nach München. Wir wollen noch ein bisschen von München sehen. Aber trotzdem, wir kommen jetzt auf Allertshausen zu. Und da gucken wir mal, ob wir einen zweiten Kaffee bekommen können. Hier im Hintergrund schon zu sehen. Beim Fuchswirt in Allershausen haben wir dann einen leckeren Kaffee bekommen. München, wir kommen. Noch 40 Kilometer verbleibend. Hier rechts, die sind ein bisschen schneller.
abgesehen von der Autobahn links, wird es wieder schöner hier. Wir fahren jetzt an der Amper entlang. Wir passieren jetzt die Amperbrücke. Und weiter geht's über Wiesen und Felder Richtung München. Puh, es wird ruhiger. Wir fahren von der Autobahn weg und das ist auch gut so. Unser nächstes Ziel für die Mittagspause ist Essing. Wir haben jetzt 45 Kilometer weg. Wir machen es immer gerne so, dass wir bis spätestens 1 Uhr 50 Kilometer gefahren sind und dann nachmittags nochmal 2x15 oder 2x20 fahren. Es passt dann ganz gut vom Timing her, dass man spätestens so 17, 18 Uhr am Hotel ist. Hier geht's weiter, unter Schleißheim. Dann sind wir schon fast in München. 22 Grad im Moment. Bisschen Wind, idealer Tag zum Radeln. Ganz toll hier jetzt. Ja, in Weng kommen wir jetzt rein. Wie auch immer dieses Flüsschen heißt, ich mag Flüsse. Und Anne auch. Das ist der Amperkanal. Aha, habt ihr das gehört? Das ist der Amperkanal. Danke. Allmählich wird die Gegend wesentlich schöner. Wir passieren Groß-Nöbach. Wir sind hier in der Einflugschneise vom Münchner Flughafen. Schon der zweite. Schöner Blick ins Tal. Wir sind im Moment an der höchsten Stelle unserer Radreise angekommen. So rund 500 Meter.
Es wird wieder laut, Freunde. Ja, wir sind immer wieder froh, wenn wir solche Stellen an den Autobahnen oder Schnellstraßen schnell passiert haben, denn dieser Lärm ist nicht so unser Ding. Und hier ist Eching. Unser Ziel für die Mittagspause. Jetzt brauchen wir nur noch einen schönen Gasthof oder ein Restaurant, wo man schön draußen sitzen kann. Dann machen wir mal ein kurzes Päuschen. Bis gleich. Wir fahren aus Eching wieder raus, haben dort eben ein leckeres Sandwich gegessen und anschließend noch eine Kugel Eis. Jetzt fahren wir weiter. Die nächste Stadt, die wir erreichen werden, ist Günstenhausen, glaube ich, ne? Oh, ich habe nicht geguckt. Ja, so ähnlich. Ja, genau. Ja, da steuern wir jetzt drauf zu. Wir haben insgesamt noch an Rest bis München 27 Kilometer. Hier links ist der Echinger See. Scheint ziemlich beliebt zu sein. Wir passieren gerade den Garchinger See. Ist richtig viel Spektakel hier. Wir sind jetzt in Garching, fahren mitten durch Garching und dann Richtung Isarauen. Ich bin mal gespannt, was uns da noch erwartet. Hoffentlich ein bisschen Grün und ein bisschen Wasser. Ja, ich habe gerade in meinem kleinen Komoot-Kärtchen gesehen. Wir fahren sofort an der Isar entlang. Es wird grün. Hier ist die Isarbrücke bei Ismaning. Liegt zwar nicht ganz auf unserer Strecke, aber sehenswert. Schön hier. Ganz toll. München Mitte, 14 Kilometer sehe ich gerade. An der Isar entlang. Auf geht's. Richtig schönes Naherholungsgebiet hier an der Isar. Hier tummeln sich hunderte Badegäste unten am Strand entlang. Ist zwar überall ein Kieselstrand, aber trotzdem richtig schön hier. Vielleicht kriege ich gleich noch mal einen freien Blick. Hier ist ziemlich viel Bewuchs am Rand. Hier jetzt, da.
fein. Das sieht ja mal richtig gut aus. Wir stehen hier gerade an den Isar-Stromschnellen. Man sieht es vielleicht im Hintergrund. Wir haben jetzt noch circa 15 Kilometer bis München. Ich hoffe, es geht weiter an der Isar entlang. Ich habe die Planung nicht mehr so richtig im Kopf. Das wäre natürlich nicht schlecht. Bleibt dabei. Weiter geht's an der Isar entlang und hier fahren wir über eine Isarbrücke, eine alte Holzbrücke. Also wie ich erhofft hatte, ist die Strecke doch noch schön grün geworden. Wir haben noch einen Rest von 9 Kilometern bis München. Und die genießen wir noch mal an der Isar entlang. Richtig tolle Reststrecke hier. Schön, dass sich das Bild noch mal gewandelt hat von der Landstraße zum Naturerlebnis. Richtig was los hier heute auf dem Isar-Radweg. So ein herrliches Finale, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe es wohl erhofft. Ja, und so ist es auch eingetreten. Ein ganz toller Radweg führt hier bis München in die Innenstadt. Den fahren wir jetzt noch 5 Kilometer weiter. Dann sind wir am Ziel an unserem Hotel. Ein letzter Blick auf die Isar, bevor wir unser Hotel erreichen. So, genau noch 1 Kilometer zum Ziel. Ich mache die Kamera jetzt erstmal aus. Ich denke, wir kommen später noch mal dazu, ein kleines Schlusswort zu sagen und ein kurzes Fazit zu ziehen. Das wird aber wahrscheinlich später sein. Hier ist im Moment jetzt so viel Verkehr hier. Kann man sich nicht vernünftig konzentrieren sonst. Gut, ich sag mal bis später. Hallo und guten Morgen, liebe Fahrrad- und Naturfreunde. Ein bisschen spät, heute ist schon Montag, der 17. August. Gestern Abend hatten wir leider nicht mehr die Gelegenheit, ein Abschlusswort zu sprechen. Deshalb jetzt am nächsten Morgen. Wir haben in München übernachtet und sind jetzt schon bald auf der Heimreise. Möchten noch ein kurzes Fazit ziehen zu unserer Radreise, die ursprünglich nur bis Kelheim gehen sollte und die wir kurzfristig noch bis München verlängert haben.
Der Tauber Altmühl Radweg hat uns super gefallen, ist mit Sicherheit seine 5 Sterne wert. Können wir jedem weiterempfehlen. Was den Donauradweg angeht, haben wir ja nur ein kurzes Stück radeln können. Deswegen kann man da eigentlich keine Aussage treffen. Das kurze Stück, was wir da geradelt sind, war jetzt nicht perfekt, sagen wir mal so. Dann den ersten Teil vom München-Ingolstadt-Radweg. Ja, der war auch nicht so perfekt, aber dann das Finale an der Isar entlang Richtung München war dann ein perfekter Abschluss. Ja, dann möchten wir jetzt Tschüss sagen und freut euch einfach auf das nächste Video. Bis demnächst mal. Ciao. Tschüss.